Herr Präsident, liebe Gäste auf der Besuchertribüne, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, auch werte Vertreter auf der Regierungsbank. Es ist gut, dass wir hier und heute über Thüringen reden, über all das, was sich nach der demokratischen Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringens abgespielt hat. Also darüber, wie diese demokratische Wahl von den meisten Medien und allen Parteien, mit Ausnahme der AfD, in den Schmutz gezogen wurde, auch von Teilen der FDP. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte vieles in diesem Land für möglich gehalten. Spätestens seit unserer Bundeskanzlerin 2015 gegen jedes Recht und Gesetz die Grenzen öffnete. Aber das, was nach der rechtmäßigen demokratischen Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich geschah, das hätte ich mir nun wirklich nicht vorstellen können. Und darum sage ich, werte Bundeskanzlerin, Ihr Verhalten und das vieler Ihrer Parteifreunde ist zutiefst beschämend. Sie haben vor aller Welt das Vertrauen in die deutsche Demokratie erschüttert. Und damit haben Sie dem Ansehen Deutschlands erheblichen Schaden zugefügt. Ja, da können Sie krakeelen. Die Wahrheit tut weh. Denn die Wahrheit ist, Sie und Sie, Sie haben Ihre parteipolitischen Interessen über den Parlamentarismus gestellt. Ja, das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen. Da wird einem frisch gewählten FDP-Ministerpräsidenten vom fernen Südafrika aus der Rücktritt empfohlen. Während eines Staatsbesuchs ordnet Bundeskanzlerin Merkel in Pretoria an, das muss rückgängig gemacht werden. Und das sind Zeichen von einer Bananenrepublik, muss ich Ihnen sagen. Und ich sage es Ihnen. Wir leben längst in einer Republik, in der ein paar rapide an Vertrauen und Einfluss verlierende Parteien sich mit allen Mitteln, auch mit unlauteren, an die Macht klammern. Denn was wir in Thüringen erlebt haben, war die Kriegserklärung des Altparteienstaates an den Parlamentarismus. Bisher war es ein untrügliches Kennzeichen für Diktaturen, wenn Wahlen für nichtig erklärt wurden, deren Ausgang den Herrschenden nicht genehm war. Seit dieser Woche wissen wir, hier wollen massive Kräfte, dass letztlich nicht mehr Wähler und Parlamente entscheiden. Diese Herrschaften und ihre medialen Steigbügelhalter reden gerne und viel von Demokratie. Aber wenn die Demokratie zu Ergebnissen führt, die ihnen nicht in den Kram passen, dann pfeifen Sie auf den Wert der demokratischen Selbstbestimmung. Dann treten Sie den Parlamentarismus mit Füßen. Ja, meine Damen und Herren, ich bin in der DDR aufgewachsen und war alt genug zu begreifen, wie sich ein System hinter einer demokratischen Fassade einrichtet. Angela Merkel ist wie ich selbst ein Kind der DDR und dennoch agiert sie immer stärker im Stil einer Staatsratsvorsitzenden als einer Kanzlerin. Nach alter SED- und FDJ-Schule annulliert sie nicht nur eine Ministerpräsidentenwahl. Nein, sie zerstört das Fundament unserer Demokratie, die freie Meinungsäußerung. Nur weil ihr Ostbeauftragter Hirte dem FDP-Kandidaten Kemmerich zur unerwünschten Wahl gratulierte, wurde er entlassen. Und genau so entsteht ein Klima der Angst und des Hasses. Angst davor, das Falsche zu sagen. Angst davor, die Falschen zu wählen. Und der Hass auf den vermeintlichen Gegner. Meine Damen und Herren, mit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten sind Herrn Kemmerich und seiner gesamten Familie Tag und Nacht auf Polizeischutz angewiesen. Warum wohl? Gegen ein System, das solche Ängste schürt und instrumentalisiert, sind die DDR-Bürger 1989 auf die Straße gegangen. Aber sie haben sich für die Freiheit nicht erkämpft, um die nun wieder zu verlieren, weil die Altparteien um ihre Existenz fürchten. Meine Damen und Herren, zur Demokratie gehört die Fähigkeit zum Kompromiss und die Bereitschaft und die Kraft, Niederlagen einstecken und anerkennen zu können. Diese Eigenschaften kann ich weder bei der Bundeskanzlerin noch bei weiten Teilen der CDU, SPD, Grünen, FDP, Linken und den Medien erkennen. In diesem Sinne waren die Ereignisse in Thüringen keine Schande, wie die Bild-Zeitung urteilte, und auch kein weiterer Schritt zur Unkultur, wie die Zeit schrieb. Es ist unverantwortlich, den Menschen einen solchen Unsinn auch noch einreden zu wollen. Thüringen war ein Fanal,
die Ereignisse offenbarten den fragilen Zustand unserer Demokratie. Sie haben uns gezeigt, wie leichtfertig CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke und Teile der Medien unsere Freiheit und Demokratie aufs Spiel setzen. Sie werfen uns vor, wir sägten am Ast der Demokratie. Aber in Wirklichkeit tun Sie es selbst. Ich plädiere eindringlich dafür, dass wir uns zu einem fairen politischen Diskurs zurückkehren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächste spricht für die Fraktion der SPD die Kollegin Elisabeth Kaiser. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das NS-Regime hat die von ihm sogenannten asozialen und Berufsverbrecher in großer Zahl in Konzentrationslagern interniert und dort zu Tode gebracht. Die Koalition Grüne, Linke und FDP wollen diese jetzt als eigene Opfergruppe anerkannt wissen. Meine Damen und Herren, es steht völlig außer Frage, dass jedem, ausnahmslos jedem, der in das barbarische Bestrafungs- und Vernichtungssystem der Nationalsozialisten geraten ist, schwerstes Unrecht widerfahren ist. Die Frage, um die es hier geht, ist eine andere. Sind alle KZ-Häftlinge wirklich auf eine Stufe zu stellen oder gebietet es, das moralisch sensible Urteil hier doch zu differenzieren? Man muss wissen, dass vor allem die sogenannten Berufsverbrecher überdurchschnittlich oft als Funktionshäftlinge, sogenannte Kapos, eingesetzt wurden und als solche über Leben und Tod ihrer Mithäftlinge entschieden haben. Ich möchte in diesem Zusammenhang einen Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Der Holocaust-Überlebende Felix Kollmer schrieb dazu in der Süddeutschen Zeitung vom 27.01.2017, Zitat: Ein kräftiger Mann, der einen anderen Anzug getragen hat als wir, stellte sich vor uns hin, unser Capo, der hier einsaß, weil er ein Verbrecher war. Er sagte, dies sei das beste Lager der ganzen Welt, man müsse nur Befehlen folgen. Wer nicht folgt, werde schwer bestraft, sagte er. Dann brachte er seinen Schreiber, einen älteren Mann, zu uns. Vor unseren Augen hat der Capo ihn mit einem Stock totgeschlagen. So zeigte er uns, was mit uns passiert, wenn wir nicht parieren. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, dieses Verhalten trifft sicher nicht auf alle aus dieser Gruppe zu, insbesondere nicht auf die sogenannten Asozialen, Frau Bernstein. Aber allein, dass es auf nicht wenige Kriminelle zutrifft, die in den Lagers zu Kapos gemacht wurden, macht aus unserer Sicht eine Einzelfallprüfung doch unumgänglich und macht eine pauschale Anerkennung als Opfergruppe, das heißt Gleichstellung mit den rassistisch verfolgten Juden oder den politischen Häftlingen, zu einem Ding der Unmöglichkeit. Eine Bemerkung kann ich mir an dieser Stelle nicht verkneifen. Wenn man sich aus Anlass dieser Anträge mit dem zutiefst inhumanen, geradezu teuflischen Lagersystem der Nazis beschäftigt, dann kann man nur sagen, es ist unerhört, mit welcher Leichtfertigkeit Sie, vor allem von der Linken, den Grünen und der SPD, aber bis in die CDU und die FDP hinein, mit der Nazi-Vokabel um sich werfen und Ihre Parlamentskollegen von der AfD als Nazis und Faschisten beschimpfen. Wir haben es heute wieder in der Aktuellen Stunde zu den Vorgängen in Thüringen erlebt. Ich denke auch an Ihre unsägliche Rede in Weimar vom 5. Februar, Frau Grütters. Unerträglich. Sie beleidigen damit nicht nur uns, Sie verharmlosen die Nazis und verhöhnen deren Opfer durch ihre irrsinnigen Vergleiche. Und sie instrumentalisieren die Opfer für gegenwärtige Parteipolitik. Man muss sich vor Augen führen, dass der Hauptsachverständige in der Frage Asoziale und Berufsverbrecher, der auch bei uns im Kulturausschuss zu Gast war, es nicht für nötig befunden hat, auch die AfD anzuschreiben, weil er sich nur an die demokratischen Fraktionen wende, wie er sich ausdrückte. Er übernimmt ganz offen das manipulative Framing der Altparteien, dass die AfD aus dem demokratischen Konsens ausgrenzen soll. Die Historikerin Ulrike Jureit und der Soziologe Christian Schneider, beide nicht AfD-verdächtig, haben in ihrem lesenswerten Buch von 2010 Gefühlte Opfer, Illusionen einer Vergangenheitsbewältigung, hören Sie da mal zu, zu Recht festgestellt. Die deutsche Gedächtniskultur ist von einer Wiederholungsphobie geprägt, die jeder nachwachsenden Generation eingeimpft wird.
Moraleliten, so die Autoren, halten das Zepter der kulturellen Hoheit fest in der Hand und veranstalten, Zitat, eine Olympiade der Betroffenheit. Sie hätten ein stahlhartes Gehäuse normierten Gedenkens etabliert. An diesem Gehäuse bauen Sie heute weiter, aber Sie bauen ohne uns. Wir lassen uns unser moralisches Urteil nicht eintrüben, nicht von Ihrer theatralisch zur Schau gestellten Betroffenheit und auch nicht von Ihren Drohgebärden. Vielen Dank.